Guten Tag, da bin ich auch schon wieder in Driver San Francisco. Ich fahre immer noch in meinem komischen Dodge DTS rum. Das war doch ein Dodge, oder? Nee, keine Ahnung, was ist das? Ein DTS. Einfach nur ein DTS. Oh, der ist geil. Hast du Spaß, Baby? Bisher. Und wir wollten ja zu Tellers Auto zurück. Shiften und dann wollen wir mal schauen. Du wirst uns umbringen. Ja, ich weiß. Was unser Auto so macht, wenn wir mal nicht da sind. Ich glaube, es parkt ja einfach. Vor der Werkstatt komme ich da nicht durch. Ich komme da nicht durch, oder? Ich komme doch durch. Ich wollte doch sagen. Wow, das ist ein bisschen creepy mit dem Shiften. So freischalten. Ach komm, was geht denn hier schon wieder ab? Alles klar. Dann müssen wir eben noch was davor machen, bevor wir in unser Auto schützen können. Davon können wir keine rufen. Ich schätze, dann sind wir allein. Alles ein bisschen creepy. Dass jemand Moment. Diese Stimmen, die kommen aus dem Streifenwagen da. Okay, warum nicht? Du willst, dass ich Leuten helfe, dann helfe ich. Ja. Aber wer? Wer will es? Das ist immer nicht so ganz klar. Ich muss den Streifenwagen finden. Ja. Und helfen, so gut ich kann. Wir sind unterwegs. Wo ist der Streifenwagen? Da ist der Streifenwagen. Bleib dran, Bob. Ich versuch's. Geht das Funkgerät jetzt? Nein, das Mikro ist kaputt. Verstärkung können wir keine rufen. Ich schätze, da sind wir allein. Bete, dass jemand über uns wacht. Ja, ich bete. Und dann wollen wir den mal ganz chillig verfolgen. Alter, ich will fahren. Ja. Der Flüchtende hat eine heiße Zone. In der heißen Zone bleiben, um ihn zu stoppen. Verlasse die Zone für 10 Sekunden und er flieht auf. Halt dich fest, Partner. Ich gebe jetzt mal alles. Schnappen wir ihn uns. Zeit, ein bisschen nachzuhelfen. Genau. Und das ist nämlich das Geilste am Schiffen. Los, Alter, gib Stopp. Wir fahren noch keine Schrott. Man Los, kann nämlich... Kenner. Such dir ein Auto aus, fang einen Verbrecher. Ein bisschen... tricksen. Was machst du denn da, Mutter? Zu fragen. Ich brauche nur ein Fahrzeug. Irgendeins und ramme den Kerl von der Straße. Das ist relativ nice. Also machen wir es ein bisschen einfacher. Wir könnten natürlich auf die einfache Art, auf die alte Art die verfolgen. Aber wenn wir schon schiffen können, dann sollten wir uns das ausnutzen. Ja. Eigentlich habe ich das schneller in Erinnerung. Dieser Wagen ist ja toll. Und ich drifte gerade in unser Auto hinein. Siehst du, Bob, Enthusiasmus reicht auch nicht immer. Ich hatte gehofft, mit Enthusiasmus ja. Und Glück würde es schon hinhauen. Alles klar, dann machen wir es eben nochmal. Ist ja nicht so schlimm. Und dann versuchen wir es halt eben auf die alte alles. Schnappen wir ihn aus. Hol ihn an Land, nimm ihn aus. Natürlich in der First-Person-Sicht, weil ich finde die ziemlich geil, die Innensicht vom Auto. Damit hat er nicht gerechnet. Ha. Ich auch nicht. Wird Zeit, ein bisschen nachzuhelfen. Genau, es wird... Dann lass uns Geld verdienen, Kumpel. Los jetzt, ja, lass uns Geld Such verdienen. Such dir ein Auto aus, fang einen Verbrecher. Oh mein Gott, das ist alles ein bisschen schwierig. Bam! Ordentlich reingeheizt. Brauche nur ein Fahrzeug. Irgendeins ja, und ramme den Kerl von der Straße. Machen wir. Okay, hier links und zack! So fängt man Verbrecher heute. Genau so fängt man Verbrecher. Mit ein bisschen Hilfe von der Bevölkerung? Genau. Also, wie ihr seht, ist das hier alles ein bisschen creepy. Wie oft sage ich das eigentlich in einer Runde? 1000 Mal? Und... Also, ein bisschen unübersichtlich, aber jo, kann man ja machen. Boah, ich liebe das. Kann halt einfach jedes Auto nehmen. Oh, da steht immer noch Hilfe. Man kann sie natürlich auch hinter Autos kaufen, dass man die immer hat, auch Abruf quasi. Aber man kann halt auch, wenn man kein Geld hat, sich trotzdem mit so einem Auto schiffen, trotzdem damit rumfahren. Das finde ich relativ nice gemacht. Man muss halt nicht die ganze Zeit leveln, um ein geiles Auto zu fahren. Naja, wollen wir mal. In Tellers Auto zurück. Jetzt komm schon, John, du bist wütend, verstehe ich. Bin ich auch, aber diese bleierne Stille, das... Ja, bleierne Stille, bla bla bla. Jones. Hey, Jones. Das musst du glauben. Ah, jetzt redest du wieder, ja? Du warst so lange ruhig, ich dachte schon, du hättest einen Hirnschaden. Oder du übst Kopfrechnen ohne Finger. Oh, Mann. Was zum Teufel ist in dich gefahren?
Sorry, ich muss einen Augenblick woanders gewesen sein. Dann behalt jetzt mal einen klaren Kopf und bring uns zurück aufs Revier. Oh, okay. Sorry, Jericho Taxi. Ist frei, aber wir wissen nicht wo. Pass mal. Wir wissen, dass seine Flucht kein Solo-Auftritt war. Genau. Wir suchen nach einem Schützen, der aus einem Helikopter ein bewegliches Ziel mit einem Raketenwerfer treffen kann. Ex-Militär? Wahrscheinlich. Der Pilot sagt, es war ein Mädchen. Dunkle Haare mit Sinn für Klamotten. Können wir einige ausschließen. Naja, und sie backen sich das Auto auf. 2-1, dass sie untergetaucht ist. Wir müssen echt schnell machen, um Jericho zu erwischen. Also machen wir es auf die alte Tour. Wir stöbern mal den Müll und sehen dann, wohin uns die Kakerlaken führen. Also, dann ein paar Namen. Was ist mit diesem Jimmy Herrera? Sam Quentin. Odell Williams? Hatte Glück. Ist raus auf Bewährung. Nicht viel, aber ein Anfang. Also die alten Gangster sind halt auch noch alle da. Ich kenne den vierten Teil nicht, ich kenne nur den dritten. Deswegen kann ich euch auch nicht ganz so viel zu der Story sagen. Vielleicht besser einer mehr Bescheid aus der Community. Also von meinen Zuschauern, und dann kann das gerne in die Kommentare schreiben. Von mir aus die ganze Story. Und da sind wir schon am Revier mit unserem netten Challenger. Jo, Jericho. Ja, Jericho finden. Darauf muss ich mich konzentrieren. Was ist denn los mit dir? Haben wir darüber nicht gerade gesprochen? Ja, haben wir. Aber ich wollte es nochmal gesagt haben. Okay, Fall Jericho. Fangen wir von vorne an. Was wissen wir? Jerichos Flucht war gut geplant und er hatte Hilfe. Wahrscheinlich von Ex-Militärangehörigen. Er ist immer noch da draußen. Jemand weiß, wo er ist. Irgend so ein Penner. Den müssen wir benutzen, um Jericho zu finden. Vielleicht bringt uns diese Sache, die ich kann, den entscheidenden Vorteil. Diese Sache, die du kannst, nennt sich Schiffen, weil man es mit der Shift-Taste tut, mein Lieber. KEOC Lunchtime. Ihre Augen auf die Stadt mit mir, Gabby Denver. Nach der Werbung, die Jagd nach Charles Jericho. Wir folgen der Spur der Zerstörung, die seine dramatische Flucht hinterließ, zu dem Ort, an dem ein mutiger Beamter schwer verletzt wurde, als er versuchte, den Flüchtenden zu verhaften. Also wie ihr seht, ich liege eigentlich im Krankenhaus, aber bin trotzdem auch hier. Ja, es ist halt alles... Ich ein Gebäude oder merkwürdig. Einen ganzen Block überspringen könnte. Wow! Ja, ist hier ziemlich nice, oder? Lieber Tenner. Bitte reinschieben. Lass mich da reinschieben. Danke sehr. Fahr zur Mutprobe. Mit dem Taxi. Ich glaube, ich suche mir lieber ein besseres Auto dafür. Yo. Der ist so gut, wa? Hey, ich bin Trucker. Hey, halt die Frau des San Francisco. Truckerleben ist wunderbar. Wir können nur rechts abbiegen, doch das ist uns scheißegal. Fahren geradeaus. Und schon ist ein anderes Auto. Oh, ich habe ein tolles Auto. Oh, ich sehe das nach Audi. Fahren wir mit dem Audi. Audi ist ja nicht allzu schlecht. Und er ist relativ nice, der Audi. Das ist ein Familienauto eigentlich, oder? Der RS6. Ich kenne mich jetzt nicht wirklich so mit Autos aus. Audi RS6, ja, sieht ganz nice aus. Wow, fährt auch gar nicht mal so langsam. Hui. Driftet auf jeden Fall sehr gut. Ein bisschen Urlaub wäre schön. Entspannen und ein bisschen Zeit zum Nachdenken nehmen. So, wir drücken jetzt. So. Mutprobe. Belohnung 1000 WP. 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 Alles klar. 1000 WP. Willenspunkte, glaube ich. Genau, Willenspunkte. Keine Unfälle. Ja, das könnte machen. Ui, ist das schwer. Nein, wir wollen natürlich das nicht so einfach machen. Also fahre ich mal ein bisschen schneller. Sonst wäre es ja auch viel zu langweilig, wenn ich einfach nur langsam fahren würde. Also geben wir mal ein bisschen Gas und drücken mal hier ein bisschen auf die Tube. Wow! 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 Boah, ich hätte eine Minute geschafft. Willenskraftwährung. Nette Musik im Hintergrund.
Ich habe die extra ganz leise gemacht. Zur Werkstatt, um ein Auto kaufen. Oh. Geiler Überschlag. Fahren wir hier lang? Ja, wir fahren mal hier lang. Ich glaube, das ist der kürzeste Weg. Also wir bekommen jetzt 4 alles und jeden Willenspunkte. Davon können wir uns Autos kaufen. Wie ihr gleich sehen werdet. Wir driften. Ja, ich wollte da der. Wenn ich so krass schlitter, kann ich auch nichts für, oder? Dann wollen wir mal. Gewinnungspunkte beim Werkstatthändler aus. Kaufe Fahrzeuge und Upgrades. Fahre mit einem eigenen Auto weiter. Sehr gerne, sehr gerne. Fahrzeuge. Wir können uns kaufen den netten 159 Ti. Einen netten Audi, leider nicht. Wir haben nur 1000. Ja, den Charger können wir uns eigentlich kaufen. Der Charger ist natürlich sehr nice. Ford GT. 150.000, oh mein Gott. Der ist eigentlich auch ganz nice. Ich glaube, ich hole mir den Dodge. Ja? Ich guck mal noch ein bisschen durch. Ne, der ist nicht so gut, alles klar, das war ja klar. Der Audi, ne, den Audi wollte ich gar nicht angucken, ich wollte den angucken. Ah, der ist ganz gut, aber nicht so gut im Driften, dann nehmen wir einfach den. So, kaufen wir uns einfach. So, Wagen erworben, Fahrzeug wählen. Na gut. Habe ich den jetzt gleich? Oder wie, oder was, oder wo? Ja, ein bisschen ab. Ja, genau, so war das doch. So, dann fahren wir uns mal mit unserem neuen Challenger nach draußen. Charger, nicht Challenger. Sorry, sorry. Einkommen 3500. Alles klar. Also, was geht denn hier noch so an? Wollen wir mal gucken, wie schnell er fährt. Naja, wir wollen das natürlich auch personieren, testen, unser neues Auto. Überholen. Oh, oh, das sieht doch gut aus. Ich finde total auch total sinnig, dass sie die Laderampe bis auf den Boden runter haben. Würde ich auch machen, damit da jedes Auto hinten drauf fahren kann. So, jetzt. Was sollen wir tun? Schiffen wir aber ein bisschen raus. Also das ist ja das Geile. Unser Auto fährt einfach quasi weiter, aber wir können uns jetzt ein besseres nehmen. Zum Beispiel den hier. Da ist der gleiche. Wir haben heute 10 Liter auf 100 Kilometer geschafft, Brandon. Das ist nordamerikanischer Rekord. Mach dich lieber auf eine Enttäuschung gefasst. Was meinst du damit, Brandon? Oh ja, bisschen Tippis oder was? Oder warum liegt da eine Blume? Man kann ja auch schön zur Seite gucken. Die Beifahrer können wir dadurch leider nicht sehen. Besser gesagt hier die Beifahrerin. Wollen wir uns mal angucken. Naja, so sind die Figuren nicht so ganz gut reingemacht worden in der Grafik. Aber in den Videos sieht sie natürlich total echt aus. Man sieht da kaum noch einen Unterschied zwischen Spiel und Realität. Das ist wirklich sehr geil gemacht. Alter, was haben die denn da so neben mir rum? Da, siehst du mal. Wuff, wuff, wuff. Wollen wir doch mal driften. Ich sag die gar nicht. Bisschen stumm, wa? Zu der Mission. Spielen. Welchem Auto spielen wir das denn jetzt? Ich glaube im Random Car oder so. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ah, mit dem Dodge Charger. Ist auch ein Mondeo. Ich weiß es, ist doch egal. Nein, mit dem Auto hier, mit dem roten. Dann wollen wir mal dem Türchen hier folgen. Wow, das war. Das ist echt geil, hier mal wieder Auto zu fahren. Ich habe schon ewig lang nicht mehr gemacht. Nur ein Auto, ein Rennspiel. Und ja, komm, wir springen, wir springen! Woohoo! Wir springen nochmal! Wow. Oh, das war knapp. Bumm! Wow. U-Turn. So, wollen wir mal weiter. Also ich glaube, wir bekommen immer 500 Punkte, wenn wir da durchfahren, und wir müssen halt so schnell wie möglich durch, damit wir immer auf 2000 bleiben. Weil das ist halt das Ziel, das ist
der Gewinn, den wir höchstens rausnehmen können. Und wenn wir halt zu langsam fahren, kriegen wir das halt nicht mal raus, so wie jetzt. Oh, hier sind wir mal super, nur noch bei 150. Verdammt! So, da sind wir wieder auf 2000, heißt, ne? Und wir wirklich, ich glaube, wir bekommen sogar 2000. Wir bekommen 2000? 2000, natürlich! Naja, es wäre noch relativ einfach. Die Missionen werden schwieriger und abwechslungsreicher, kann man sagen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen bei Driver San Francisco im Kapitel 1. Let. Oh mein Gott, ich muss da leider rüber singen, denn es ist ja leider nicht von der GEMA genehmigt, dass ich Musik verbreite auf dem lieben YouTube. Aber was soll man da machen? Und ich frag mich überhaupt, wie die das Recht dazu haben, die ganzen Lieder zu verwalten. Aber ich kann nichts dafür. Ich bin nur ein kleiner Hund. Ich sitze hier und muss mich damit abfinden. Und wir verfolgen die ganzen Gangster hier unsere Driftjacke hinunter. Und ich singe und singe, 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 singe. Mir fällt nichts mehr ein. Wieso schaffen wir uns nicht in den roten Wagen? Der ist doch sowieso viel cooler. Denn die Polizei hat doch nur Shit. So, wir fangen heute Gauner in unserem geilen Auto. Oh mein Gott, Alter, kannst du mal aufhören? Alter, die Musik geht mir auf den Gesicht. Auf den Geist, denn ich kann nicht mehr texten. Ich hab... Okay, danke. Puh, ja. Ja, also das war mal Freestyle-Web, ey. Mit dieser neuen Fähigkeit Alter. Bin ich der König der Stadt. Ja, ja, bin ich auch. Dann wollen wir uns mal die neue Fähigkeit nochmal angucken. Und dann mache ich auch wieder einen kleinen... 50.000. 50.000. Klar. Alter, hallo, ich habe gerade erst angefangen zu spielen. Ich habe noch nicht 50.000. Tut mir leid. 10.000 auch noch nicht. 10.000 habe ich fast. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich mache wieder noch einen kleinen Schnitt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Ich glaube, so lange geht die Folge hier leider noch nicht. Aber ich muss weg. Wir sehen uns dann. Ich verabschiede mich aus Driver San Francisco. Schreibt wie üblich in die Kommentare, ob euch das Spiel gefällt, ob euch das Spiel nicht gefällt. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin verabschiede mich und fahre hier nochmal in der Ego-Perspektive. Und Jack. Ich springe die alle zur Seite. Irgendwie haben sie so schnell Reflexe. Ich könnte nicht so schnell zur Seite springen. Ach, ich zieh den Alter nur so. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.